Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr seht, es ist diesmal ein sehr großes Paket. Ich mache das mal hier schnell auf. So, ich hoffe, das Stativ wird jetzt nicht umgebabbelt. Sollte aber halten. So, ihr seht, einige Batterien sind hier drin. Es sind auch ein paar Böller drin, die liegen hier oben. Das sieht man jetzt nicht, weil ich das Stativ nicht ganz ausgefahren habe. Wir fangen einfach mal an. Ist, glaube ich, bekannt, brauche ich nichts weiter zu sagen. Ist die Poison. 16 Schuss hat das Ding. 19 mm, 35 Sekunden, 30 Meter Effekte und hat, glaube ich, irgendwas mit 100 Gramm NEM. Jupp, 108 Gramm NEM hat das Ding. Ist von Weco. Sehr bekannt. Ist auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, bestimmt 10 Jahre gibt es sie schon. Habe ich natürlich noch ein zweites Mal. Damit habe ich jetzt insgesamt schon wieder mir ganze drei Poisons angesammelt, alle auch befüllt. Ich stelle die einfach mal alle drei hier hin, dann sieht das am Ende noch ein bisschen schöner aus, wie das hier steht. Ja, die sind natürlich, wie gesagt, hier befüllt, ihr seht es. Man kann es sehen, nein, kann man bei der jetzt natürlich nicht sehen, egal. Aber hier sieht man es, ist befüllt. So, jetzt muss ich Stativ wieder ein bisschen anders hinstellen. Ja, was nehmen wir uns denn als nächstes? Ich denke mal, wir machen mal mit der Bloody Mary weiter. Ihr hört, es ist auch etwas drin. Also ich packe hier keine leeren Kartons aus und so zu tun, als ob. Aber hier, ja, ist auch leider immer sehr schwankhaft bei dem Preis. Aber ich denke mal, falls verkauft wird, wird es dieses Jahr das Ding garantiert nicht mehr für 3,99 geben, sondern mindestens 4 Euro oder 5 Euro sogar. Ja, 40 Meter Effekthöhe, 25 Sekunden, 20 mm Kaliber, ist ja auch bekannt, brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Geht das gleiche, habe ich natürlich noch ein weiteres Mal, also habe ich davon jetzt auch insgesamt. Ihr könnt ja mal kurz raten, richtig, ebenfalls drei Stück. So, stellen wir auch mal hier vorne hin. Dann können wir, glaube ich, mal zwischendurch das Päckchen Böller machen. Und zwar habe ich hier 8x Funke D, ja, die sind auch ordentlich gut verpackt hier, ja, der Originalfolien-Ding davon, dieses rote Päckchen da ist leider Schrott, deswegen wurden die hier eingepackt, auch gut fertig, zugeklebt, es sind wie gesagt 8 Stück, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, dann auf YouTube, hier sieht man es halbwegs, aber es glänzt auch deutlich und reflektiert, egal, was nehmen wir uns denn als nächstes? Ich würde mal sagen, wir nehmen uns mal, ach nee, wir machen einfach mal mit den Böllern weiter. Nehmen wir hier mal den Pyro Union Schallerzeuger. Ja, das Ding hat 17 Gramm. Zum Vergleich, mein Finger hier, der ist so, ne? Und ja, so weit geht der rein. Das sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus, aber egal. Nur hier oben, dieses ungefähr hier, nur da ist die ganze Ladung. Die ganzen 17 Gramm, 16 Gramm Leuchtzeug und 1 Gramm Knall. Kann man jetzt so nennen, was man will, bin ich nicht so der Freund von, aber zum Testen habe ich mir den mal besorgt. Dann habe ich hier, ist glaube ich schon zu erkennen, was es ist, Crazy Robots. 2017, mit dem kleinen Unterschied, dass die nicht die in F3 sind oder wo die anderen eingestuft waren, damit ohne CE-Kennzeichnung, sondern die Dinger hier, die haben CE. Hier sieht man es auch da oben in der Ecke, das ist leider jetzt auch zugeklebt. Sind wohl in der Kategorie P1. Sehr interessant, die sollen aber so vom Knall her eigentlich, ja, gleich sein, die sollen sich nicht unterscheiden. Die Lunte ist ein bisschen länger, aber auch jetzt nicht wirklich viel. Dann einen Funke Petada 5 Blue, der mir ein Kollege noch geschuldet hat. Der ist hier ebenfalls drin, davon habe ich jetzt zwei. Wird oder ist in meinem Funke 1350 Abo Special mit enthalten. Und kommt natürlich auch als separates Testvideo. Ist zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier online ist, natürlich schon verfügbar. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Titanstadt Blau hat 3 Gramm. 2 Gramm ist, glaube ich, Vorbrenner. Der Rest ist der Knall. Original B. 3,5 Gramm ist wohl so ein, ja, so ein Abklatsch wie TP2 soll das wohl sein. Hat Kategorie. Ist auf jeden Fall Produktionszeit 2020 und ist sogar ein P1. Okay, also ihr seht es hier. Ja, P1, wenn es nicht spiegeln würde. 3,5 Gramm circa. Dann haben wir hier einen Dumbum. Ich weiß gar nicht, ey. Ich habe so lange keine Dumbums mehr gehabt. War nicht schon immer so mit einer roten Schrift da? Also, dass das hier im Hintergrund rot war? Keine Ahnung.
Ist sehr gut verarbeitet, außer hier ringsrum, hier oben, aber sonst hier unten gut. Wie viel NEM der hat, keine Ahnung. Dann haben wir hier Dumbum Black Edition, Black Edition, so rum. Ja, wird auf jeden Fall auch ein Test kommen, ist auf jeden Fall gut schwer. Und dann haben wir den absolut abgeranztesten Böller und letztes Stück Dreck überhaupt. Zwala Bomber. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, ihr könnt es euch sicherlich denken, hier vom Panther. Ja, und wir haben eine F2-Zulassung mit ganzen 0,2 Gramm NEM. Also das lohnt sich, wenn ich das mache. Okay, Moment, ich hau den mal hier drauf. Das ist schon lauter als der Knall. Zündschnur kürzer als ein Tic-Tac, dass das Ding überhaupt in F2 gekommen ist, das wundert mich. Aber naja, dazu kommt auch ein Test. Aber ihr könnt da beim Pyrus Forever vorbeigucken, der hat das Ding auch schon getestet. Und dafür für eine ganze Packung, die hat 4 Gramm. 4 € zu verlangen ist natürlich schon, ja, das ist ordentlich. Kommen wir mal zur nächsten Batterie und zwar ist das hier die Painted Sky, auch ein sehr geiles Ding, vor allem schön bunt, gefällt mir ja sehr. Ja, mit 22 mm, 55 Sekunden Brenndauer, 40 Meter hoch geht der Effekt, ist natürlich ebenfalls befüllt. Boah, ich freue mich so, die zu zünden, ne? So, schiebe ich mal hier hin. Ich hoffe, es hat jetzt nicht zu laut geknallt. So, dann kommen wir zur. Die Leute haben es eh schon erkannt, zur Double Deck Red. Man merkt es vielleicht auch schon. Hier ist auf jeden Fall auch was drin. Und zwar ungeöffnet. So. Hat 36 Schuss, 30 Meter Effekte. Ja, geht gerade nicht mehr zu. Perfekt. Jetzt schon 19 Sekunden, das finde ich ein bisschen zu schnell, die 19 Sekunden. Das hätten sie vielleicht auf 25 hoch machen können. 446 Gramm, 25 mm Kaliber. Hier ist das Heftigste, lauter als La Bomba, die neuen. Ja, hier ist nichts mehr zwischen. Aber wir haben hier noch was Schönes, und zwar die Galaxis. Auch richtig geil. Schönes Design mit diesen kleinen Alien. So sieht der Spaß aus. Ja, das Ding hat 30 mm, ne, wie erwähnt, 16 Schuss, 25 Sekunden, 55 Meter Effekthöhe, das ist schon ordentlich. Und ganze 326 Gramm Effektladung ist natürlich, wie es anders nicht hätte sein können, ebenfalls befüllt. So, dann war es das jetzt auch schon. Ich kann euch ja hier nochmal einen ganzen Überblick zeigen, aber ich glaube, das interessiert die meisten eh nicht, weil die schon weg sind. Aber egal. Im Übrigen habe ich hier auch noch was liegen. Und zwar noch ein anderes Paket. Das hat mir der Kartik vorhin vorbeigebracht. Kommt natürlich auch als Unboxing. Ist aber zum Zeitpunkt, wo ihr das gesehen habt, schon online. Könnt ihr ja mal gucken. Ich habe ja eine eigene Playlist für Unboxings. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Kommentiert das Video. Folgt mir auf Instagram für irgendwelche Postings oder wenn ihr Fragen habt, so sieht es aus. Ja, ich pull mal das Handy aus dem Stativ aus, ja, zum Kotzen so. So sieht das hier aus. Auf jeden Fall ordentlich. Und der Karton ist jetzt leer. Genau, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, auf jeden Fall, ciao.